So, hallo Leute. Ich bin mal wieder auf dem Seestand und möchte einfach mal zeigen, wie die Disziplin-Kleinkaliber-Sportpistole innerhalb des Verbandes DSB abläuft. Dazu benötigen wir eine kleinkaliberige Sportpistole, Kaliber 22 LR oder LFB und Munition, ganz klar. Die Disziplin läuft folgendermaßen ab. Es werden insgesamt Präzision, das heißt 25 Meter statisch, 20 Schuss geschossen, 5 Schuss zur Probe, 15 Schuss zur Serie, in 3 Serien zu je 5 Schuss. Die Ringe vorne an der Scheibe haben natürlich ihre Wertigkeiten, das sieht man jetzt hier, das ist jetzt nur der Einschlägspiegel. Das fängt also an, hier oben ist noch so ein bisschen angekratzt, die 5, die 6, die 7, 8, 9, außen 10, innen 10, auch Musch genannt. Höchste Punktzahl sind 150 Ringe. Je nachdem, welchen Ring man dann halt schießt, werden natürlich dann die Fehlringe, in dem Moment zum Beispiel, wenn ich eine 7 schieße, werden 3 Ringe abgezogen, sind es dann anstelle von 150, dann nur noch 147 und so weiter. So, dann will ich jetzt einfach mal weniger reden und mehr losschießen. Wollen wir mal schauen. So, das waren jetzt 5 Schuss, sprich eine Serie. Ja, dann gehe ich mal schauen, was ich getroffen habe. Bis gleich. So, wir sind jetzt auf dem Duellstand. Also das Schöne bei uns hier am Verein ist ja ganz einfach, nur zur Erklärung, wir haben 10 Bahnen, 25 Meter für kleine und großkalibrige Schusswaffen, Kurzwaffen. 5 Bahnen für die Präzision, 5 Bahnen für die Zeit, respektive Duellserie. Das Schöne daran ist ganz einfach, wenn man zum Beispiel einen Wettkampf schießt, gerade wenn man jetzt eine Meisterschaft austrägt oder ähnliches, in vielen Vereinen ist es so, dass sie nur 5 Bahnen haben. Das heißt, man schießt die 4 Serien inklusive Probe Präzision, dann muss der Stand umgebaut werden auf die Zeitserie, weil es andere Scheiben sind, wie man vorne sehen kann, im Hintergrund vielleicht. Und dann fängt der ganze Spaß von vorne ein. Das heißt, das Ganze ist sehr, sehr zeitaufwendig. In unserem Fall, bei uns im Verein, haben wir einfach den Vorteil, wir schießen unsere Präzision, wechseln den Stand hier rüber und können dann direkt weitermachen. Und in der Zeit kann zum Beispiel auch bei einer Meisterschaft auf dem Nachbarstand dann schon wieder die Präzision geschossen werden und somit kriegt man einfach einen wesentlich höheren Turnover. So, was bedeutet jetzt eigentlich die Zeitserie? Zeitserie bedeutet, dass man auf Zeit schießt, wie der Name schon sagt. Wir haben eine sogenannte Duellanlage. Und diese Duellanlage funktioniert so, dass nach dem Kommando Start 7 Sekunden runterzählen, die Scheiben drehen sich weg, es zählen 7 Sekunden runter und das ist die Zeit, die der Schütze hat, im Grunde genommen, um die Waffe schon mal vorher in eine Art Retention-Anschlag zu bringen, also so in einem 45-Grad-Winkel ungefähr sich zu positionieren. Und dann dreht sich die Scheibe zum Schützen hin für genau 3 Sekunden. Und diese 3 Sekunden hat der Schütze Zeit, die Waffe in Anschlag zu bringen, also nach oben, ins Ziel anzuvisieren und zu feuern. Und das möglichst präzise. Und danach wird die Waffe wieder gesenkt. Die Scheibe dreht sich nach 3 Sekunden wieder weg. Und das wiederholt sich insgesamt 5 Mal, sprich 3 Serien a 5 Schuss. So, ich werde es jetzt einfach mal demonstrieren.
Ihr solltet jetzt im Hintergrund bei mir sehen, da hinten habe ich eine Bahn, die Bahn 4, mit einer Duellscheibe versehen. Und das Ganze funktioniert dann letzten Endes so, ich habe eine Fernbedienung und das ist halt immer ein bisschen uncool, wenn man das ganze Ding alleine macht, weil man muss dann wieder zig Sachen auf einmal machen. Ich bin ja Männlein, kein Weiblein, das heißt nicht unbedingt multitaskingfähig. Ihr wisst ja, wie das ist. Aber ich will mal einfach versuchen, dass ihr mal zumindest mal den Ablauf seht. Ja, das heißt, ich drücke den Startknopf und jetzt zählen die 7 Sekunden rückwärts runter. So, eine Sekunde und jetzt dreht sich die Scheibe zu für 3 Sekunden. Jetzt dreht sie sich wieder weg. 7 Sekunden Wartezeit. Eine Sekunde, dreht sie sich wieder für 3 Sekunden zu und wieder weg. So. So ist der Zyklus. Und jetzt wollen wir das ganze Ding mal im Live-Betrieb sehen. Das heißt, ich gehe schon mal jetzt in Anschlag und werde mir dann selber internes Kommando geben für Startsignal. Ihr werdet es erkennen, sobald die Scheibe sich wegdreht. Also. So, das war jetzt eine Serie Duell respektive Zeitserie. 5 Schuss. Es läuft ein bisschen flotter ab gegenüber den 120 Sekunden, die man bei Präzision hat. Das macht es eigentlich relativ interessant, aber vor allem auch relativ anspruchsvoll, weil man wirklich nur diese relativ kurze Zeit von 3 Sekunden hat. Und ich denke mal, ihr habt auch gesehen, es war der eine oder andere Schuss, der war schon ziemlich scharf an der Grenze, dass die Scheibe sich gerade am Wegdrehen war, als ich den Schuss ausgelöst habe. So, ich mache mir jetzt eigentlich auch mal wieder keine großen Hoffnungen auf gute Treffer, weil jetzt war es wegen dem Film. Das heißt, ich werde jetzt ein bisschen weiter trainieren. In diesem Sinn, ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis denne.